121. Stromausfall, bitte sofort hinfahren. Beeilt euch. Ja, mein Name ist Cedric. Ich arbeite beim Abwasserverband Braunschweig als Elektroniker. Ich wollte früher schon immer Elektriker werden. Ich habe früher als kleiner Junge schon viel gebastelt mit Elektronik und Batterien. Das hat mich früher sehr interessiert. Ja, mein Alltag beim Abwasserverband ist sehr bunt. Hauptaufgabe ist Reparatur von Schaltschränken und Schaltschrankplanung. Ich habe beim Verband Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik gelernt. Die Schwerpunkte in der Ausbildung liegen als erstes in der Sicherheit. Das heißt, jeder Auszubildende bekommt erstmal eingebläut, an welche Sicherheitsregeln er sich halten muss, damit hier auch nichts passiert. Dann ist viel mit Energie- und Gebäudetechnik, das heißt Verlegung von Steckdosen, Sicherheitsmaßnahmen prüfen, FI-Schalter prüfen, Steckdosen. Meine normale Tätigkeit ist zum Beispiel Schaltpläne entwickeln, zeichnen und die auch umsetzen. Das heißt, von der Planung bis zur Verdrahtung mache ich alles selber. Die Wartung natürlich von älteren Schaltanlagen und die Wartung der Pumpwerke, also allgemeine Mechaniken und Elektroarbeiten. Ja, am meisten Spaß macht mir, Fehler zu finden in irgendwelchen komplizierten elektrischen Anlagen und vor allen Dingen Fehler, die man nicht gleich erkennt. Also wo man ein bisschen knobeln muss, das mag ich sehr gerne. Wo man nachdenken muss und auch mal ein bisschen überlegen muss, warum kann das so sein. Und da freut man sich natürlich riesig, wenn man den Fehler denn gefunden hat.